Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Shalia Stevens von ShaliaStevens.com und heute bin ich im Gespräch mit Jutta Bayer von jutta-bayer.de, gell? Ja, genau, de. Okay, Jutta hat nämlich ihre Webseite gerade gelauncht und Jutta ist die Erfinderin der Wunschkunden-Website, deswegen eine lohnenswerte Site, wo man vorbeischauen soll. Jutta ist Marketing- und Website-Coach und außerdem eine wahnsinnig liebe, geschätzte Kundin von mir. Und heute wollen wir ihre Kundenstimme einfangen. Wir machen das immer wieder mal gerne in diesen Testimonial-Videos. Herzlich willkommen, Jutta. Hallo, Julia, danke. Ich bin gerne hier. Schön. Also, Jutta, ich habe gedacht, wir steigen direkt rein in die Fragen, wenn das für dich okay ist. Ja, klar. Sehr schön. Und ich würde ganz gerne von dir erfahren, für die Zuhörer, was deine Ausgangssituation gewesen ist, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist. Jetzt haben wir mittlerweile 6 Monate zusammengearbeitet. Wie war quasi deine Vorher-Situation? Ja, meine Vorher-Situation. Ich war schon eine ganze Weile selbstständig, seit Anfang mit meinem Mann zusammen eine kleine Internetagentur gegründet. Er ist Informatiker und Fotograf, von daher ergänzen wir uns ganz gut. Und ja, wir wussten aber am Anfang gar nicht so genau jetzt, in welche Richtung wir gehen sollten, ob wir jetzt eher uns regional hier, weil viele KMU gerade so langsam erste Schritte Richtung Social Media machen oder doch lieber mehr Richtung Marketing. Und ja, ich habe dann langsam gemerkt, irgendwie ist das nicht mehr so zufriedenstellend, wie das dann alles lief, und habe dann schon sehr lange rumgemacht an meiner Positionierung und überlegt. Und ja, ich habe dann auch meine Richtung gefunden, dass ich eben Richtung Solopreneure gehen möchte, Solo-Selbstständige, und eben viel, also online machen möchte, Online-Beratung, und mache das jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Aber zu dem Zeitpunkt, als du dann ins Gespräch kamst, da hatte ich dann wirklich so die, ich sag jetzt mal, Schnauze voll mit diesem alleine rumwursteln und ich hatte ständig so im Ohr, ja, ist das jetzt das Richtige? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und ich war mir da eben total unsicher, und ja, mir hat da einfach jemand gefehlt, mit dem ich darüber reden kann und der mir da Feedback gibt, und jemand kompetenter wie du, wo sich da auskennt in so einer Situation und wo auch schon, ja, da viel Erfahrung hat. Ja, und das Witzige ist, Jutta, du hilfst deinen Kunden auch mit ihrer Positionierung, und es geht bei dir um diesen Wunschkunden-Website, und ihr schaut ganz genau diesen Wunschkunden auch mit an, das ist ein Teil dieser Zielgruppen-Positionierung. Und doch sind wir blind, wenn es um unsere eigenen Sachen geht, oder ja, uns fehlt genau das manchmal, gell? Mir geht's genauso. Ja, da hast du vollkommen recht, und ich hatte wirklich am Anfang so ein bisschen Hemmungen, weil ich so dachte, komm, das ist doch auch dein Thema und du weißt doch theoretisch, wie es geht. Du kannst da jetzt nicht zu jemand anders gehen, da siehst du ja selber jetzt inkompetent aus oder so, aber ja, blöd. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, jeder Coach ist nur ein richtiger Coach, wenn er selbst einen Coach hat oder irgendwie so in der Richtung. Ja, oder es wäre wie ein Arzt, der nicht zum Arzt geht, wenn er krank ist. Ja, genau, und es ist ja auch wirklich so. Ja, und ja. Ja, ich habe auch auf deiner Seite dann eben Kundenstimmen gesehen von anderen Marketingberaterinnen, wo ich dachte, ja, das ist super, ich darf mir das jetzt gönnen und juhu. Ja, genau, absolut. Ja. Lass uns über deine Erwartungen sprechen. Es ist interessant, weil manche Leute kommen ins Coaching am Anfang und sie haben gewisse Erwartungen, was dort passieren wird, welche Ergebnisse erarbeitet werden, und manchmal stimmen sie am Ende exakt mit dem überein, was sie bekommen haben, und manchmal bekommen sie was ganz anderes, was sie sich eher vielleicht nicht gewünscht, aber gebraucht haben. Was war deine Erwartungshaltung, als du zu mir ins Coaching gekommen bist, und was ist tatsächlich eingetreten? Meine Erwartungshaltung, ja, ich wollte eben einfach wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin und was ich denn besser machen könnte, oder eben jetzt wieder ganz am Anfang. Wir haben ja dann
Angebotspakete geschnürt, ich habe die ganzen Strukturen im Hintergrund neu aufgebaut, ja, die ganze Gesamtstrategie eigentlich geplant, wie es denn jetzt weitergehen soll. Ja. Und da habe ich mir natürlich Hilfe erwartet. Ja. Also das heißt, es hat gematcht mit dem, was du auch bekommen hast. Richtig. Und was du jetzt vielleicht auch so ein bisschen ansprichst oder wo ich jetzt so gar nicht eigentlich den Fokus drauf hatte, das war eigentlich so die Persönlichkeitsentwicklung. Wo ich jetzt sagen muss, nach diesem halben Jahr hat sich für mich vor allem auch verändert, dass ich jetzt durch unsere Zusammenarbeit und durch die Sicherheit, die ich jetzt da bekommen habe, dass du als erfahrene Marketingberaterin einfach sagst, ja, hey, das, was du machst, das ist toll, das hat Zukunft, du bist auf dem richtigen Weg. Das hat mir selber irgendwie so Sicherheit gegeben, dass ich, ja, ich glaube, mittlerweile auch wirklich ein sicheres Auftreten habe, so nach außen, dass ich einfach als Unternehmerin selbstbewusster auftreten kann. Ja, und das ist echt eins von meinen versteckten Zielen für jeden Kunden oder jede Kundin, die zu mir kommt, ist, dass du mit wesentlich mehr Selbstsicherheit aus dem Coaching herausgehst, dass du auch verbunden bist mit deiner Resilienz und dass du weißt, wo deine Erfahrung herstammt auf dem ganzen Weg. Das ist mir ein ganz riesiges Anliegen. Wenn du das sagst, bin ich schon extrem glücklich. Ja. Noch fast was sogar mehr als diese anderen taktischen, strategischen Sachen, die sind auch wichtig, ganz klar. Aber auch die Stärke, die innere Stärke ist wirklich sowas von entscheidend. Ja, das braucht man einfach beides, gell? Ja, absolut, absolut. Ja, also wie war das bei dir? Also du hast mich, glaube ich, eine Weile im Netz verfolgt. Ich glaube, du warst bei meiner Video-Challenge dabei letzten Sommer und dann haben wir uns getroffen in echt bei der Inspirationscamp in Bonn das erste Mal letztes Jahr. Wie hat sich deine Entscheidungsfindungsprozess ausgesehen? So von, wir kennen uns ein bisschen zu, okay, jetzt ich mach mal das Coaching mit Shelia. Ja, bei der Video-Challenge, da war ich nicht richtig dabei, da war ja nur ganz, ganz kurz in der Gruppe und habe dann gemerkt, nee, eben, ich stecke noch mittendrin, was soll ich jetzt hier da Videos drehen, um mich bekannt zu machen, wenn ich eigentlich nur gar nicht genau weiß, wohin ich will. Ja. Das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich und dann bin ich da ja bald wieder raus, aber ich war natürlich auf deiner Seite, habe mich umgeschaut und habe festgestellt, ja, das ist eine tolle Frau, die sagt tolle Sachen, da stehe ich voll dahinter, finde ich auch gut. Und ja, habe dann bestimmt, denke ich mal, deinen Newsletter abonniert und bin dann so eben, ja, dann haben wir uns getroffen auf dem Inspirationscamp und das hat natürlich den Eindruck nochmal verstärkt, dass du wirklich so bist wie in den Videos und Wie in überhaupt. echt. Genau. Shelly Ja. jetzt im Anfassen. Ja, Ja, das war ja wirklich toll. Und ich weiß gar nicht, wann waren das? Im Oktober, genau. Ja, und im Dezember war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich für mich selber wirklich so, jetzt packe ich das an und mache Nägel mit Köpfen, jetzt wird es ernst und jetzt ziehe ich das durch und dann habe ich mich ja bei dir gemeldet. ja, das hast du. Und der Weg, den du beschrieben hast, gerade ist ganz spannend, weil, oh Moment, ich muss meinen Laptop anschließen, aber wir reden einfach weiter, aber sonst schaltet er aus. Moment. So Leute, ihr könntet live miterleben, wie ein Live-Gespräch manchmal auch ein paar Pannen hat. Den Ja, Prozess. meiner ist eingesteckt, okay. Sehr gut. Den Prozess, den du beschreibst, ist so spannend deswegen auch, weil viele Leute, die Kunden gewinnen wollen, glauben, sie machen eine Sache und dann schon ping, es sollte schon funktionieren. Ach ja. Und den Weg, den du beschrieben hast, sind so wirklich viele verschiedene Kontaktpunkte, von einer Challenge zu einem Online-Besuch auf der Website bis hin zu einem Newsletter-Eintrag, dann ein Live-Treffen. Also es dauert eine Weile manchmal, bis jemand in Kontakt mit dir wirklich kommt und merkt, wer du bist, wie du funktionierst und dann auch so weit ist, weil nicht jeder, der von dir erfährt, ist so weit für eine Coaching-Zusammenarbeit direkt. Also Ja, super. klar, das muss der richtige Zeitpunkt sein. Man muss ja auch selber in dem richtigen Stadium sein, sage ich mal, wo man genau das jetzt eben gerade braucht. Ja, Ja. das ist so.
Ja, also vielleicht reden wir einfach über die Ergebnisse. Du hast einige Sachen schon klar gesagt. Also du hast jetzt totale Klarheit über deine Positionierung. Du hast deine Struktur im Hintergrund aufgebaut. Du hast deine Pakete und Preise. Gibt es sonst noch irgendwas, was du an Ergebnissen geschaffen hast für dich, die nennenswert wären aus der Coachingszusammenarbeit? Ja, das waren doch schon einige, ne? Die ganze Strukturen im Ja, Hintergrund. genau. Nö, ja, wie du gesagt hast, das habe ich eben gerade diese Woche meine Website gelauncht. Die hatte ich ja auch schon länger ge geplant und ja, bin jetzt gerade wirklich so mittendrin in, ja, wie soll ich sagen, in der Umsetzungsphase. Entschuldigung. Macht ja nichts. Ja, das stimmt. Also da bist du auch mit deinem Freebie rausgegangen und du hast mir heute erzählt, jetzt bist du an diesem nachträglichen Kurs, der damit dranhängt. Also du bist voll in der Ja, Umsetzung gerade, oder? gerade voll. Ich habe es Newsletter. Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Das Newsletter-System habe ich noch gewechselt und ja, gibt gerade viel zu tun. Ja, du bist busy. Ja, also dann bleibt für uns nur noch eine Sache aus, und zwar gibt es Leute da draußen, die vielleicht noch zögern, die hätten gerne Unterstützung, die hätten gerne diesen Sparringspartner, aber sie sind sich unsicher, vielleicht trauen sie sich nicht auf diesen Knopf drücken für ein Kennenlerngespräch. Was würdest du denen sagen, raten, wenn sie da an der Stelle gerade stehen? Ja, sich einfach auf deiner Website ganz genau umzuschauen, deine Videos anzuschauen, sich da die Zeit zu nehmen und wenn sie das Gefühl haben, dass das, ich glaube, du nennst es ja Kaffeepause, ja? Genau, die virtuelle Kaffeepause. Ja, eben. Das fand ich auch sehr schön. Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie das Gefühl, dass es jetzt ein Problem wäre, wenn ich Nein sage oder so irgendwas. Also war wirklich ja sehr entspannt und genau, einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren, genau. Also, die sind herzlich eingeladen, die Zuhörer. Richtig. Jutta, möchtest du noch mal ein letztes Mal auf deine Website-Adresse hinweisen und die Leute zu dir einladen? Das finde ich eine großartige Gelegenheit, wenn Leute so zuschauen, weil alle Leute, für die meine Arbeit in Frage kommt, brauchen auch eine gute Webseite und andere zusätzliche Leistungen, die du anbietest. Bitteschön. Ja, genau, das haben wir, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so erwähnt, was denn jetzt eigentlich meine Positionierung ist. Ich habe mich ja entschieden, ich habe mich positioniert eben, dass ich Beratern, Experten und Solounternehmen dabei helfe, die richtigen Inhalte für ihre Website zu finden. Also vor allem geht es bei mir eben um den Content, um die Inhalte der Website. Ja. Und meine Wunschkunden-Website, mein Programm, das ist eben ein System zur ganzen Konzeption der Website. Ja, und da bin ich zu finden auf jutta-bayer.de oder in meinem Blog, der Content-Kiste. Ja, Sehr gut. eigentlich leicht zu finden, Sehr genau. gut. Und ich poste den Link auch noch unterhalb des Videos. Und Bayer ist mit Ja, BEYER genau. geschrieben. Eine ganz Richtig. wichtige Unterscheidung. Jutta, herzlichen Dank, dass du deine Zeit genommen hast heute, um mit mir zu sprechen. Ich denke, das ist sehr hilfreich für andere, die in dem Entscheidungsprozess sind, zu sehen, andere haben den Prozess überlebt und Überlebt. sogar viele Ergebnisse mit sich genommen. Richtig, doch, auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von mir. Danke, Jutta. Tschüss. Tschüss.